Christoph, lass uns noch mal über Meldungen sprechen, die da lauten, dass es wieder Angriffe gegeben hat auf russisches Kernland durch das ukrainische Militär. Ja, ganz genau. Diesmal handelt es sich nicht nur um irgendwelche Drohnenangriffe, die den Russen ja auch äußerst starke Schmerzen zufügen, sondern das scheint diesmal mehr zu sein. Und zwar, wenn wir das Kriegsgebiet nehmen über Orte, die wir nicht so oft beobachten, also Sumy, der Bereich Sumy in der Ukraine im Norden und dann da gleich in der Nähe im Grenzgebiet die russische Region, das russische Subjekt oder vielleicht besser gesagt die Provinz Kursk. Und da gibt es einen kleinen Ort, der heißt Sudja, der liegt so ungefähr 8 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Und dieser Ort wurde intensiv attackiert von den Ukrainern mit Drohnen, mit großen Zerstörungen. Und da sind wohl auch einige ukrainische Kräfte, also Bodentruppen, auf russisches Kernland vorgedrungen. Und hier wird gemeldet von einem Telegram-Kanal, der sagt hier, dieser russische Kanal Archangel Spetsnaza heißt ja so etwas wie der Schutzengel der Sondereinheiten, dass da aus allen Ritzen die Ukrainer kriechen würden, ich zitiere jetzt, und eben versuchen, sich vorzuarbeiten Richtung Sudja. Inwieweit das gelingt oder ob das nur eine PR-Aktion der Ukrainer ist, um den Westen zu zeigen, dass man handlungsfähig ist, kann ich nicht beurteilen. Aber die Lage da im Bereich Kursk bei Sudja im Grenzbereich zur Ukraine ist im Augenblick prekär. Christoph Warner, danke schön nach Moskau.